Er versuchte zu fliehen, aber mit nur einem Schlag wurde ihm das Genick gebrochen. Hat das Ding gerade gezuckt? Oder liegen meine Nerven blank? Der arme Kerl starb an mehreren Bauchverletzungen. Hier haben Wildbeester ganz schön gewütet. Ein heftiger Schlag und er war hinüber. Weit ist dieser arme Kerl nicht gekommen. Weg? Haben Sie sie erwischt? Was zur Hölle war das? Ich bin mir sicher, dass ich sie erschossen habe. Aber dann ist sie einfach fortgerannt. Oh, Snap, wir stecken in Schwierigkeiten. Mein Name ist Joseph. Tut mir leid, dass Sie da hineingeraten sind und danke. Charles Reed. Tatsächlich bin ich wegen Ihnen gekommen. Wegen mir? Wie kann ich Ihnen helfen? Sagen Sie mir alles, was Sie über dieses Ding wissen. Über dieses Mädchen, das uns attackiert hat. Das war Usha, eine Maya-Priesterin,
die nicht einmal der Tod bei sich haben will. Es lässt sich nur erahnen, welche unheilvolle Zauberei sie am Leben hält. Ziemlich ungewöhnlich. Selbst für diese völlig verrückte Stadt. Was könnte eine Maya-Priesterin hier wollen? Was ist an diesem Haus so besonders? Sie war hinter mir her. Usha hütet ein Geheimnis, das älter ist als die Menschheit selbst. Und sie will mich daran hindern, es zu lüften. Bitte stellen Sie mir diesbezüglich keine weiteren Fragen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ich brauche Ihre Hilfe, um Kathigena zu betreten. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Oh, ein hehres Ziel, aber Van der Berg... Johannes war derjenige, der mir von Ihnen erzählt hat. So wie von all den Dingen, die seit der Flut geschehen sind. Wirklich? Dann wissen Sie mehr, als ich dachte. Wir haben dasselbe Ziel, allerdings gibt es da ein Problem. Welches Problem? Usha, die Maya-Priesterin. Sie war einst die Hüterin des Schlüssels zu dem Pforten von Kathigonor. Und wir brauchen ihn. Sie meinen das Siegel. Ich habe es. Sie müssen mir also nur noch sagen, wo man hineingelangt. Das Siegel? Sie haben es? Sensationell. Doch leider löst das nicht unser Problem. Sie stellen meine Geduld auf eine harte Probe, Joseph. Usha war die Letzte, die den Weg nach unten geöffnet hat. Und sie bewacht ihn noch immer. Wir kommen nicht weiter, solange wir sie nicht beseitigt haben. Meine Kugeln konnten Usha nichts anhaben. Gibt es irgendetwas, womit man sie bekämpfen kann? Es gibt Mittel und Wege, dieser Zauberei zu trotzen. Ich will mich selbst dieser Mittel und Wege bedienen, aber ich weiß nicht, ob ich den Unterschlupf dieser Kreatur aufspüren kann. Aber sie ist doch zu Ihnen gekommen. Ja, aber sie hat mich völlig kalt erwischt und wollte mich umbringen. Ich war darauf nicht vorbereitet. Und sie kam gerade noch rechtzeitig, um sie fortzujagen. Ich bin Privatdetektiv. Usha aufzuspüren sollte kein Problem sein. Aber wie werden wir dann mit ihr fertig? Versuchen Sie, Ihren Unterschlupf zu finden und sagen Sie mir dann Bescheid. In der Zwischenzeit werde ich mich um einen Schutz gegen Ihre Zauber kümmern. Gemeinsam können wir sie besiegen. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte, die mir dabei helfen könnten, sie aufzuspüren? Ich weiß nicht. Sie trinkt Blut, um sich zu stärken. Dementsprechend muss es auch Opfer geben. Besser gesagt, Leichen. Allerdings gibt es in Oakmont aufgrund der Wildbeester und des Wahnsinns Leichen zuhauf. Da fällt mir ein, es gibt da ein Gerücht über einen Vampir im Bezirk Salvation Harbor. Na, das ist doch schon mal was. Johannes hat mir nichts über Sie erzählt. Können Sie das nachholen, bevor wir weitermachen? Ihre Neugier ist nur allzu verständlich. Die Tätowierungen in Ihrem Gesicht sind ziemlich ungewöhnlich. Haben Sie eine bestimmte Bedeutung? Sie stammen von Indios, als ich einst einen alten Pyramidentempel im Dschungel aufgesucht habe. Sie symbolisieren Weisheit. Ihre Krankheit. Wie kam es dazu? Ich hoffe, sie ist nicht ansteckend. So wie viele Tropenkrankheiten wird auch diese von einer bestimmten Fliegengattung übertragen. Sie legen ihre Eier in den Brunnen des alten Maya-Pyramidentempels ab. Abergläubische Wilde mögen dies für einen Fluch der Götter halten. Aber wir sind doch kultivierte Menschen, nicht wahr? Ich habe die letzte Zeit so viel gesehen, dass ich Aberglauben nicht mehr grundsätzlich als Unfug abtue. Wenn Johannes Ihnen so sehr vertraut, dass er sie mir empfiehlt, müssen Sie über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen. Nun ja, ich bin Archäologe und auch in der Alchemie und anderen eher unorthodoxen Wissenschaften bewandert. Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, das Ende der Welt zu verhindern. Augenblick mal. Ich verbrachte Jahre im Dschungel und lernte dort von den Nachfahren der Maya, bis mich meine Krankheit zur Rückkehr zwang. Ich vermute, dass sich der Eingang von Xibalba unter Oakmont befindet. Haben Sie vor, diesen Ort unterhalb von Oakmont zu betreten? Nein, um Gottes Willen! Dieser Ort muss für immer versiegelt werden. All das Unheil, das über Oakmont hereingebrochen ist, stammt von dort. Vermutlich haben Sie recht. Sagten Sie, Xibalba? Die Unterwelt. Sie bringt Katastrophen, Epidemien und den Wahnsinn über uns. Die grausamsten Götter der Maya wurden dort eingesperrt und können nur unter großen Opfern dort festgehalten werden. Man gab diesem Ort schon viele Namen und manchmal lässt sich die Wortherkunft zweifelsfrei klären. Aber Kathigonor, der Name, gibt den Forschern Rätsel auf.
Danke für diese tiefen Einblicke, Joseph. Diese Artefakte der Maya wären in vielen Museen sicher die Hauptattraktion. Den Pflanzen nach zu urteilen, wurde diese Aufnahme irgendwo in Südamerika gemacht.
Neuankömmling. Kein Blut mehr, so wie Joseph es gesagt hat. Ein Feuer und viel Fisch. Die Leute hier wollten sich den Bauch vollschlagen. Kein einziger Tropfen Blut ging daneben. Wenn jemand von diesem Schrotflintenschuss getroffen worden wäre, wäre der Kopf wahrscheinlich abgewesen. Er war nicht sofort tot. Am Hals befinden sich schlimme Bissspuren, die höllisch wehgetan haben müssen. Nichts Interessantes. Nur alte Kleidung und Müll. Dieser Brief könnte mir weiterhelfen. Guter Fisch, Kumpel. Ich hoffe, keiner dieser hungrigen Warmhäuter hat dich hier gesehen. Nimm das, du verfluchter Untoter! Moskiv Penaiv, Ezelan Borkotetsu. Du befiehlst und ich werde dir gehorchen, Priesterin. Okay, dann wollen wir mal sehen. Guter Fisch, Kumpel. Ich hoffe, keiner dieser hungrigen Warmhäute. Nimm das, du verflucht! Du bist. Was? Usha attackierte drei Innsmouther, bevor ein Mann auftauchte und versuchte, sie zu erschießen. Sie nannte ihn Raymond und hypnotisierte ihn. Haben Sie ein Problem?
Hier ist ein Mann namens Raymond abgestiegen, richtig? Und, was geht Sie das an? Ich muss mit ihm reden. Reden Sie doch mit einer Wand. Raymond Archer ist nämlich nicht hier. Ist vor ein paar Tagen weg und nicht wiedergekommen. Bezahlt hat er auch nicht, der verfluchte Neuankömmling. Was ist mit seinem Zimmer? Hat er irgendetwas dort zurückgelassen? Nur Müll und einen Haufen verrücktes Zeug. Sehen Sie sich ruhig in seinem Zimmer um. Es ist das neben Ihrem. An einem Tatort fand ich einen Brief von Ihnen, der an einen Schuldner gerichtet ist. Würden Sie mir verraten, wer der Schuldner ist? Das weiß ich doch nicht. Wie das? Müssen Sie oft solche Briefe schreiben? Ja, dank Neuankömmlingen wie Ihnen, die Oakmont überschwemmen. Ein anderer Neuankömmling hat einen Standardbrief für mich aufgesetzt, um seine Schulden zu begleichen. 50 Exemplare davon habe ich noch. Clever, nicht wahr? In der Tat. Aber das hilft mir nicht weiter. Man sieht sich. Damit! Bitte hör auf! Warum zeigst du mir all diese abscheulichen Grausamkeiten? Ich halte das nicht mehr aus! Ich kenne einige dieser Orte. Ein Hinterhof voller Leichen, Joseph Hills Haus. Warum hat er das alles gezeichnet? Hat Raymond seinen Sauerstoffbehälter von dort, wo ich meinen her habe?
Ein Verletzter versuchte mit aller Gewalt in dieses Zimmer zu gelangen. Sieht aus wie eine Mischung aus Asche und Salz. Ich will gar nicht wissen, woher das stammt. Ein Verletzter versuchte mit aller Gewalt in dieses Zimmer zu gelangen. Über Kathigonal oder Gold verraten. Sie wird nicht mit ihnen reden. Nur die Saat darf davon wissen. Was auch immer in diesem Labor vorgefallen ist, hatte nicht viel mit normaler Wissenschaft zu tun. Ich glaube nicht, dass damit Operationen durchgeführt wurden. Sie haben versprochen, dass wir reich sein werden, Hill. Fragen Sie nach Gold und lassen Sie diesen Unsinn über Kithi, Blabla, Narr und Siegel. Helfen Sie mir, Sie Scheißkerl! Halten Sie dieses Monster auf! Lassen Sie mich rein! Jane! Sie haben die Bankreise unwirksam gemacht. Dann schauen wir uns das mal an. Sie haben versprochen, dass wir reich sein werden, Hill. Fragen Sie nach Gold. Jane! Helfen Sie mir, Sie Scheißkerl! Halten Sie dieses Monster auf! Lassen Sie mich rein!
Joseph Hill und Raymond folterten Usha, um herauszufinden, wie Kathegna betreten werden kann. Sie konnte sich befreien und griff sie an. Hill floh und ließ Raymond allein mit ihr zurück. Halt! Sie hat etwas zu sagen. Raymond, ich habe nach Ihnen gesucht. Wir müssen uns über die untote Maya-Priesterin unterhalten. Sie müssen ihr nichts antun. Sie weiß, was Sie wissen wollen und will mit Ihnen eine Abmachung treffen. Erst wollten Sie Usha erschießen und jetzt erledigen Sie für sie Botengänge? Wie kam es zu diesem Sinneswandel? Sie hat sich dieses Körpers bemächtigt. Sie will Ihnen keine Angst machen. Jemanden als Marionette zu benutzen, ist auch nicht gerade vertrauenserweckend, Usha. Was für eine Abmachung soll das sein? Sie, Auserwählter, müssen in die Tiefen hinabsteigen und in den Kern vordringen. Sie kennt den Weg. Ich muss Kathegna betreten, um diesen Wahnsinn zu beenden. Wenn du mir sagst, wie ich das bewerkstelligen kann, werde ich dir nichts antun. Wie großzügig! Helfen Sie ihr, dann wird sie Ihnen sagen, wie Sie Ihre Bestimmung erfüllen können. Was genau soll ich für dich tun? Töten Sie diesen Zauberer, Joseph. Er lässt Sie nicht in Ruhe. Er wird Jagd auf Sie machen und Sie abermals versklaven. Wenn ich tue, worum du mich bittest, wo werden wir uns dann treffen? Bei den Steinfingern im Garten der Toten. Geht das auch ohne Geheimniskrämerei? Ich habe all diese Rätsel langsam satt. Sie glaubt, dass ihr Geist dafür gewappnet ist, dieses Rätsel zu lösen. Warum hast du Joseph nicht einfach gesagt, was er wissen wollte? Was für einen Unterschied hätte es schon gemacht? Der Zauberer verdient es nicht, dieses Wissen zu erlangen. Er wird von Stolz und Gier gelenkt. Sie wollte damit lieber auf die von Kauil Auserwählten warten. Und einer von ihnen sind Sie. Gezeichnet und an sein Schicksal gebunden. Sie sieht es in ihren Augen. Warum soll ich Joseph töten? Und warum nennst du ihn einen Zauberer? Er raubte ihren Körper, erweckte sie von den Toten und zwang sie wieder zu atmen. Er legte sie in Ketten, um sie zu schneiden, zu stechen und zu verbrennen. Du willst also Vergeltung üben? Sie will frei sein. Doch das kann sie nicht, solange der Zauberer am Leben ist. Was würdest du tun, wenn du frei wärst? Leben. Nach all dem, was ich im Labor zu Gesicht bekommen habe, bin ich auf deiner Seite. Sie wird auf sie warten. Ugh.
Joseph, Sie müssen mir einiges erklären. Oh, was wollen Sie denn wissen? Ich habe das Labor gefunden, Joseph. Das Labor, in dem Sie mithilfe von Asche und Salz Tote wiedererweckt haben. Dann verstehen Sie ja, warum ich Ushas Körper brauche. Sie weiß, was wir beide wissen wollen. Und zwar, wie man Cathegonar betreten kann. Sie haben Tote zum Leben erweckt und dann gefoltert. Das ist abscheulich. Sie sollten nicht vorschnell urteilen, Reed. Was zählen schon ein paar verwirkte Leben, wenn es um das Leid von Millionen von Menschen geht? Diese Toten sind doch nicht einmal mehr Menschen. Diese Geister, diese Monstrositäten sind nur Hüllen eines alten, kurz widerhallenden Bewusstseins. Man kann sie nicht mit den Lebenden gleichsetzen. Ich weiß, dass Sie eine Vereinbarung mit Raymond getroffen hatten. Mit dem Kerl, der ihn die Mumie gebracht hat. Was ist ihm widerfahren? Nichts, was er nicht auch verdient hätte. Dieser Neuankömmling hatte nur Gold im Kopf. Es ist seine Schuld, dass Usha jetzt hinter uns her ist. Er ist nun Ihre Marionette. Ein besessener, gepeinigter Leib. Und Sie haben zugelassen, dass dies geschehen konnte. Ich? Also ich war nicht derjenige, der Sie freigelassen hat. Kauil ist mein Zeuge. Und warum sollte ich wegen eines Schwachkopfs alles aufs Spiel setzen? Meine Mission ist weitaus wichtiger. Um das Wissen zu erlangen, das Sie als wichtig erachten, haben Sie Usha gefoltert. Warum? Weil sie mir nichts gesagt hat. Ich versuchte, andere Mittel und Wege zu finden, aber ohne den Zauber blieb mir nichts anderes übrig, als auf herkömmliche Methoden zurückzugreifen. Wie zum Beispiel Säure auf sie zu schütten? Dieses Ding war kein Mensch mehr, sondern nur noch ein starrköpfiges Etwas. Mir war gezwungenermaßen jedes Mittel recht. Doch sie sagte nur, dass ich dieses Wissens nicht würdig wäre. Usha bot mir an, mir dabei zu helfen, ins Innere von Cathegonar zu gelangen. Was? Das kann ich nicht glauben. Bestimmt ist das eine Falle. Wollen Sie denn nicht wissen, was sie im Gegenzug von mir will? Ich fürchte, das weiß ich bereits. Sie will, dass Sie mich töten. Dane, sie benutzt sie, Reed. Sie weiß, dass ich der Einzige bin, der sie aufhalten kann. Ich habe bereits eine Salbe hergestellt, die verhindert, dass sie wieder zum Leben erweckt werden kann. Bitte, können wir das nicht einfach wie geplant zu Ende bringen? Tut mir leid, Joseph. Eigentlich würde ich am liebsten weder mit Ihnen noch mit Usha zu tun haben. Aber im Gegensatz zu Ihnen weiß sie, was ich wissen muss. Nehmen Sie es nicht persönlich. Sie werden uns alle ins Verderben stürzen. Und das kann ich nicht zulassen. Sie haben gute Arbeit geleistet. Usha ist zufrieden. Betreten Sie ihr Reich und sie wird Ihnen das Geheimnis der Tiefe offenbaren. Wo finde ich dich? Sie hat Ihnen doch von den Steinfingern im Garten der Toten erzählt. Sie ging davon aus, dass Sie das verstanden hätten. Kannst du dich nicht klarer ausdrücken? Garten der Toten? Meinst du damit einen Friedhof oder eine Gruft? Sehen Sie, Sie haben es verstanden. Also gut, ich mache mich auf den Weg.
dieser Mann. Dieser meisterhaft gefertigte Kopf sieht wie ein richtiger Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Statue. Sie hat überhaupt keinen Algenbewuchs.